So, hallöchen meine lieben Freunde, extra meine Diskussion, wie zu euch meine lieben Zuschauer, begrüße euch recht herzlich zum 5. Part von Lost Worlds, der Adventure Map mit dem Arsch dieser Spinne. Also sie scheint uns auf jeden Fall freundlich gewidmet zu sein, was auch immer sie macht. Sie möchte uns wahrscheinlich jetzt bei diesem schönen Jump'n'Run hier helfen. Oh, das wird was Schönes. Was ist denn da unten? Da ist ein Knopf. Ich glaube, da geht's einfach wieder zu dem Gang, wo wir gerade herkamen. Oh, das wird auf jeden Fall toll, dieses schöne Jump'n'Run. Und ich habe fast den ersten Sprung hier schon wieder verkackt. Ja, da geht's hier runter. Ein Apfel, yes! So. Ja, wir schaffen das, denke ich mal, auf jeden Fall auch hier, das kleine Jump'n'Run. So schwer scheint das... Nein! Gar nicht zu sein, genau. ja, back dich erstmal hier in der Map fest. Oh Mann, das ist echt doof. Ach, dafür kann man den Knopf öffnen. Okay, damit man nicht die ganze Zeit wieder zurücklaufen muss. Ah, so. Mann, ich hasse echt Jump'n'Runs. Aber ich, wie gesagt, das gehört einfach zu einer Adventure-Map einfach dazu, meine lieben Freunde. Und wie gesagt, ihr freut euch doch wieder, wenn ich wieder irgendeine Scheiße mache, baue. So. Da, lass mich doch nicht wegziehen. Nicht. Doofes Getreide. Ich hoffe, ich habe es nicht eingesammelt. Ich glaube jetzt, dass es auch dann wieder dort nach oben geht. Es war sowas von klar. Es war sowas von klar, dass ich selber verkacke. Und ich habe schon wieder gerade vergessen, die Tür aufzumachen. Oh. Ich vergesse es immer. Diese Spinne, ne? Ich muss sie töten. Es ist eine Kamikaze-Spinne. Es ist sowas von klar, dass ich hier runterfall. Ich hoffe, hier komme ich wieder hoch. Ach, bestimmt irgendwie. Hundertprozentig. Ach, guck mal, da geht's doch hoch. Oh mein Gott, diese Musik wird so dramatisch, merke ich gerade. Oh nein, das war einfach nur hier, falls ich runterfalle. Oh, also sowas von klar, diese scheiß Türen immer. Ich muss rennen, rennen. Ich schaffe das Jump'n'Run jetzt bei dieser epischen Musik. Ich muss rennen. Ich schaff das, ich schaff das. Es ist... Alter, ein riesener rollender Stein greift mich von hinten an. Oder ein wildes Pokémon. Bisasam greift mich an. Bisasam hat's versaut, meine lieben Freunde. Bisasam hat's mich versaut. Boah, ich muss jetzt die Maus auf Playlist nehmen. Das macht mich ja, der ist verrückt, meine lieben Freunde. Das geht echt mal gar nicht klar. Autsch. Ich sollte echt nicht so hektisch sein. Ah, ich glaube, ich muss doch erstmal wieder was essen hier. Na, komm da hoch. Mann, dieses Lied. Boah. Es ist zu anstrengend. So. Mein Gott. So. Ja, wie gesagt, wenn ich dann mittlerweile auch mal Partner bin, sein dürfte, ich weiß nicht wann, ich glaube, ein Facecam-Vlog dazu habe ich schon hochgeladen, da darf ich auch etwas andere Musik benutzen, da stehen mir 50.000 Lieder zur Verfügung, da werde ich dann natürlich auch fürs Minecraft Together nochmal individuell Musik raussuchen und generell auch für Adventure-Maps, damit das so auch ein bisschen mehr passt. Aber wieso habe ich gerade den Sprung hier nicht geschafft? Der ist doch einfach, genau. Der ist einfach, meine lieben Freunde. Der ist wirklich sehr, sehr einfach. Ich glaube einfach, dass wir jetzt in dem Rest der Adventure-Map hier einfach die ganze Zeit diesen Sprung versuchen werden. Ich glaube, das ist eine ganz coole Idee. Wie gesagt, ich kann ja auch so ein kleines Sprung-Tutorial machen. Oder wenn die ganze Zeit wie Herr-Tutorial reden, meine lieben Freunde. Wie Herr-Tutorial. Ach, Alter, ich glaube, ich habe damals in der Aufnahme bei diesem Jump'n'Run auch derbs verkackt. Mein Gott, ey. Ich hasse dieses Jump'n'Run. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich hasse generell Jump'n'Runs, aber das glaubt mir ja niemand. So. So, und diesen Sprung schaffe ich jetzt. Diesen Sprung schaffe ich jetzt. Ohne Anlauf sogar, Alter, war das so schwer? Mein Gott. Der schleichende Lux voraus. Geht's da jetzt weiter? Der will mich doch bestimmt noch verarschen. Hundertprozentig. Aber ich glaube, das sieht wohl so aus, als ob es dort jetzt weitergeht hier. Wo geht's denn hier lang? Der verarscht mich doch nur. Nein! Na, ah, wieder alles zurücklaufen. Kann ich hier nicht einfach cheaten erstmal? Ich möchte cheaten. Mann, ich kann nicht cheaten. Aber ich glaube, hä, aber da gibt's, geht's da echt noch weiter? Mal ganz im Ernst, meine lieben Freunde. Das weiß ich jetzt aber auch gerade gar nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass ich die ganze Zeit... bei meiner damaligen Aufnahme mich hier ein, zwei Folgen bei diesem Jump'n'Run hier festgehalten habe. Moch. Ich hasse Jump'n'Runs, ich kann sie einfach nicht. Ich sollte mehr Minecraft spielen, aber das habe ich schon seit Monaten gesagt, dass ich mal mehr Minecraft spielen möchte, damit auch meine PvP-Skills ein bisschen besser werden. Aber hey, man muss ja kein Minecraft spielen, um ein Pro zu sein im Minecraft.
Man muss einfach nur Glück und Luck haben, meine lieben Freunde. Glück und Luck, das gehört an der Tagesordnung. Genau, das gehört an der Tagesordnung. So, jetzt schaffe ich das aber. Jetzt schaffe ich das! Wie habe ich eigentlich gerade auch den Sprung geschafft, ohne Anschwung zu nehmen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Na komm. Ach, Alter! Mann! Irgendwann schaffe ich das, meine lieben Freunde. Irgendwann schaffe ich das. Es wird doch langsam schon wieder dunkel, ne? Obwohl, noch einmal könnte ich es schaffen. Beziehungsweise noch einmal failen und dann dürfte es dunkel sein. Dann schwimme ich ja auch noch Creeper und sowas bei den ganzen Scheiß, ne? So. Wie soll ich, wie habe ich den Sprung hier geschafft? So, genau so habe ich den geschafft. Der schleichende Lux voraus. Was kann das denn bedeuten, meine lieben Freunde? Das ist doch irgendetwas Falsches. Hier muss doch irgendwo noch eine Leiter sein. Ach, da oben ist noch eine Leiter. Achtet mal. Da muss ich wahrscheinlich von da aus darüber springen und dann darauf springen. Da oben ist, glaube ich, auch ein Eisenblock gewesen. Genau, da ist ein Eisenblock. Das kann ich doch bestimmt noch irgendwie überlisten. Hundertprozentig. Ich kann es überlisten. Oh, geil. Geht's jetzt irgendwo lang? Das würde mich eigentlich mal interessieren, weil, wie gesagt, ich möchte da auf jeden Fall jetzt nach oben. Also ich schwimme da jetzt einfach mal nach oben und ich merke gerade, dass meine Nase schon wieder sehr, sehr juckt. Kann ich da jetzt... Oh, es war sowas von klar. Es war sowas von klar! Na komm! Autsch! Ah, ich ertrinke! Scheiße, da geht's auf jeden Fall nicht lang, meine lieben Freunde. Schade. Hätte ja sein können. Aber trotzdem interessiert mich jetzt, was dort oben ist. Ich will da jetzt hin. Aber schaffe ich doch niemals, da nach oben zu klettern, oder? Will ich das schaffen? Ja, das ist eine Leiter. Also, wie gesagt, ich habe es geschafft, meine lieben Freunde. Hä? Das ist auf jeden Fall ein bisschen doof gemacht jetzt hier. Ist es... Ah! Ist es wirklich? Ich war da oben schon... drauf. Alter, wo muss ich denn hier hin? Mal ganz im Ernst. Ja, ich muss dran denken, immer Shift zu drücken, damit ich auf jeden Fall auf der Leiter bleibe. Muss ich jetzt hier wasserrutschemäßig jetzt hier rumschwimmen? Ich glaube schon, meine lieben Freunde. Wo geht's denn hier lang? Mal ganz im Ernst. Muss ich jetzt hier lang? Weil da waren nämlich jetzt gerade auf beiden Seiten jetzt gerade diese schönen Hebel. Beziehungsweise diese Eisenblöcke. Also diese Map ist auf jeden Fall sehr, sehr verwirrend. Aber dafür echt schön gestaltet. Auch wieder hier, mein Gott, ey. Ich kann die ganze Zeit diese Map nur loben. Das geht echt mal gar nicht klar. Das geht echt mal gar nicht klar. So, hier nochmal einen kleinen Savepoint gesetzt. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht hier. Auch mit den kleinen Bauernhütten hier. Boah, meine Nase merke ich auch gerade. Boah. Ich glaube, ich habe einen fetten Popel in der Nase. Das kann natürlich auch sein. Das interessiert euch, glaube ich, jetzt derbs wenig, meine lieben Freunde. Aber ihr könnt gerne von dem Popel etwas abhaben. Ja, wie gesagt, ich muss immer so random Zeugs bringen. Kann ich da oben hin? Nee. Aber hier kann ich hin. Da ist auch wieder ein Eisenblock. Also, ich hatte gerade die Möglichkeit, in zwei verschiedene Wege hinzugehen. Aber ich glaube, da hinten möchte ich ehrlich gesagt noch nicht hin. Ist der Creeper-Schaden noch an? Nein, der Creeper-Schaden ist nicht an. Stirb! Autsch! Muss ich jetzt echt da hinten hinspringen? Wo geht's denn da lang? Mein Gott. Und irgendwo verbrennt ein Zombie, höre ich auch gerade. Na egal, gehen wir jetzt auf jeden Fall mal hier hin. Oh, ich rätsel echt gerade noch, was da hinten war. Aber ich glaube, ich komme jetzt auch nicht mehr wirklich zurück. Und was zur Hölle ist hier? Und da komme ich jetzt auch nicht wieder zurück. Toll. Ich möchte aber ehrlich gesagt nochmal gucken, was hier dann nochmal ist. Ich glaube, hier ist wieder so eine Art Turm. Genau. Ich frage mich jetzt echt gerade, was dort hinten jetzt gewesen ist, meine lieben Freunde. Hätte ich diesen Schalter jetzt benutzen müssen? Hätte ich dort noch irgendwie was bekommen, um weiterzukommen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber zurück kommen wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Wir sind jetzt hier verloren. Im gewissen Sinne. Doch, zurück würde man auf jeden Fall noch kommen. Jump Skills Forever. Notiz Nummer 18. Ja, ich habe eine Notiz übersehen, aber ich glaube, das stört uns jetzt auf jeden Fall erstmal nicht mehr.
Weil wir sind jetzt hier an einer Art, ich weiß nicht, Opfertempel oder sowas angekommen. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr kompliziert aus. Tempelversorgungsleitung. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr kompliziert aus, meine lieben Freunde. Und Tempel? Heißt das, dass hier jetzt der Tempel ist? Also sieht auf jeden Fall danach aus, meine lieben Freunde. Aber erstmal verlesen wir jetzt erstmal Notiz Nummer 18. Hier befindet sich die Opfertribüne. Sie ist immer noch stark mit Blut verschmutzt. Das Volk scheint Fremde nicht sehr zu mögen. Aber warum haben sie dann mit einem Schiff Handel betrieben? Vielleicht solltest du einen Blick in den Tempel werfen. Ich will aber nicht in den Tempel, das ist böse. No, ich muss wahrscheinlich in den Tempel rein. Oh mein Gott, ich glaube, das mache ich jetzt erstmal auch noch hier in der kleinen Aufnahme hier. Grabmäler. Oh, wie süß. Oh, wie süß, mit Blümchen sogar. Oh mein Gott. Immerhin haben sie Blumen bekommen. Die Toten vom Schiff wahrscheinlich hier. Ich habe keine Ahnung. Was haben wir hier? Ja, hier geht diese Versorgungsleitung lang. Und hier geht es überall in den Tempel hinein und in den Tempel hinaus. Und ich glaube, hier geht es auf jeden Fall dann in den Tempel nachher rein. Ah, da, guck mal, da haben wir wieder einen Goldbarren. Ich glaube, auf der Seite auch wieder. Ah, da haben wir sogar Steak. Warte mal, das nehme ich natürlich mal mit. Aber wieso ist der Tempel hier auch verschüttet? Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Ein Schalter, der nichts bewirkt. Okay. Aber wir sind wieder aus dem Tempel heraus. Ich dachte, wir wollten in den Tempel hineingehen, aber hier führen uns auf jeden Fall mal wieder die Wege hin. Und zwar diese Wegmarken. In einer Art Kleingarten oder sowas. Wo sind denn die Eisenblöcke jetzt hin? Ah, da führen sie hin. Tempelsicherungsanlage. Na gut, gehen wir auf jeden Fall mal hin. Finaler Bündelungskanal. Kerze 2. Kerze 1. Muss ich da rein? Na, oh, so wie es aussieht, muss ich jetzt in irgendein Loch oder sowas. Ich habe keine Ahnung, weil ich habe mich gerade eingesperrt. Ja, ich würde einfach mal sagen, dann sehen wir uns auch im nächsten Part wieder, wenn es dann wieder heißt Let's Play Lost Worlds, die kleine Adventure-Map hier. Was heißt klein? Es sind mittlerweile schon 5 Parts. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat, meine lieben Freunde. Und im nächsten Part versuche ich zu lösen, wie das hier mit dem Tempel hier aussieht. Ich hoffe natürlich, dass wir auch schon dann am Ende des 6. Parts dann mittlerweile auch schon in den Tempel mit drinne sind. Und, ja, mit dem Tempel mit drinne sind, genau. Der Tempel ist unser größter Bro. Ja, wie gesagt, die Bewertung nicht immer, wie immer nicht vergessen. Wie gesagt, das hilft mir und meiner Motivation natürlich sehr, sehr stark weiter und zeigt mir auch, was für Projekte euch gefallen. Haut rein, meine lieben Freunde. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss und ja, so weiter. Bla, Gedöns, Zeugs.